Einen wunderschönen guten Nachmittag. Seht ihr die Folien? Weil bei mir ist der Stream jetzt weg. Gut. Also, ich habe kein durchgängiges Thema. Ich habe trotzdem ein paar Sachen, die ich erzählen will. Deswegen habe ich den Titel des Vortrags geklaut, Anno 2008 von Ben Kurz. Der hat das auch so gemacht. Der hatte auch verschiedene Sachen und ich saß da drin und ich fand es echt cool, wie er dann sagte: Und wer nur für den Titel gekommen ist, der langweilt sich eh jetzt schon. Erster Punkt. Ich habe ein Programm, was bei mir schon lange auf einer Platine operiert, mal kurz portieren wollen von AM4 Version 4.6 nach Version 6.8. Und wir wissen ja alle, in Forth ist das total easy. Das geht einfach so, ohne hinzugucken. Außer manchmal. Da habe ich dann ordentlich dran rumgeknackt und irgendwann festgestellt, dass sich ein bestimmter Pin, der Port C2, nicht so benimmt, wie ich das gern hätte. Im Datenblatt sieht man dann auch, der heißt TCK und gehört zum JTAG-Interface. Und da macht es dann auch schon Klick, weil JTAG-Interface, das gehört zu den störrischeren Dingen und die muss man, also das JTAG-Interface muss man aktiv ausschalten, wenn man es nicht haben möchte. Wenn ich also einen Nicht-JTAG-Pin verwende, da hat das Programm sofort getan, also lag das schon irgendwie da drin. Also bin ich mal los und habe mal Code-Archäologie betrieben und habe dann festgestellt, naja, das ist ein super Wort, das hat einen Header, so wie sie es gehört, das hat einen Execution-Token, der sagt, hier geht's los und da geht's los und dann ist es auch schon zu Ende. Das heißt, das Wort ist leer, das tut nichts und deswegen funktioniert es auch nicht. Dann habe ich in der alten Version geguckt und was man hier jetzt auf der Folie sieht, ist editiert. Ich habe da noch einen anderen Fall wegeditiert, weil das für das Argument hier uninteressant ist. Da steht jetzt dann schon drin, sperre die Interrupts, lese das Control-Register, setze in diesem Wert ein Bit und schreibt es dann wieder raus. Und das ist jetzt der Trick. Man muss das zweimal machen, innerhalb von vier CPU-Zyklen. Dann klappt es und dann schaltet man die Interrupts wieder ein und dann geht es auch. Da habe ich mich schon etwas gewundert. Naja, warum ist denn die Funktion im Trunk jetzt einfach mal leer? Naja, und wenn man Werkzeug hat und sich auskennt, dann macht man solche Spielchen wie die hier. Finde von hier abwärts alle Dateien mit diesem Namen und zähl die mal. Und da kommt eine erstaunliche Zahl von 870 raus. Nehmen wir 870 Mal gibt es die Datei. Das ist ja spannend. Ich habe dann nachgeschaut, wo die wohnen. Das wird gleich klarer. Wollte dann aber wissen, wie viele verschiedene sind es denn. Also nochmal Find, nochmal die Namen. Jetzt übergibt man jeden Dateinamen an MD5SAM. Es geht hier ja nur darum, festzustellen, ob die inhaltsgleich sind oder nicht. Und ein wenig Akrobatik mit Ausschneiden und Sortieren und Zählen. Und dann kommt raus, es gibt nur 7 verschiedene. Und 840 davon sind identisch und diese 840 mit dem Key, der mit B5 anfängt, das sind genau die gleichen wie in Trunk, die sind leer. Also die tun alle nicht und die Version, die tut, das ist die, wo es 13 davon gibt. NodeJTAG.asm gibt es seit der Version 2.7, in der Version 5.6 ist die Datei verschwunden, wahrscheinlich mal vergessen worden. In der Version 6.2 taucht sie wieder auf, ist jetzt aber controller-spezifisch. Ich gehe nochmal zurück. Das sieht man jetzt an dem Namen. Das heißt nicht mehr Releases Core Words NodeJTAG, sondern das heißt jetzt
AVR8 Devices und dann gibt es in jedem Unterverzeichnis zu jedem Device Words NodeJTAG.asm, das erklärt diese große Zahl von 840. Also N Releases mal M verschiedene Controller. Und seither ist sie leider leer. Und die Abhilfe ist aber relativ simpel. Man nimmt aus der Version 5.5 zum Beispiel diese Datei her und kopiert sie in den eigenen Projektbaum und dann ist es schon erledigt. Und ich habe das inzwischen auch auf der Mailingliste berichtet. Also wer auf diese Sachen angewiesen ist, der weiß, wie man das jetzt repariert. Zweite Episode. Ein Mensch namens Martin Nicolas hat zwei Fehler berichtet in AMForth und einen davon habe ich mir vorgenommen, nämlich den zweiten hier, D0 größer. Und er sagt, also das ist hier direkt aus der Mail raus, wenn ich diese zwei Zahlen, die nach Augenmaß größer wie 0 sind, teste, ob sie größer wie 0 sind, dann ist die eine tatsächlich größer und die andere angeblich nicht. Und die Frage ist jetzt, wo das herkommt. Ups, das war die falsche Taste. Das war blöd, aber gut. So, dann habe ich das selber eine Weile beäugt und irgendwann kommt man dahinter, dass der Fehler dann auftaucht, wenn das höchste Bit vom niedrigwertigen Wort gesetzt ist. Da steigt es aus. Man kann dann also auch die Werte, die direkt aufeinander folgen, in die Funktion füttern und kriegt dann einen Fehler. Also habe ich mich dran gesetzt zu gucken, wie ist das implementiert und habe hier angefangen mit einer Implementierung in Forth. Wer sich, ja, also es ist relativ klar, wie das geht, verdopple die zwei Einträge und guck, ob sie null sind, sind sie nicht, oder das Ergebnis auf dem Return-Stapel legen, dann gucken, ist das kleiner und das Flag, das da zurückkommt und so weiter. Jedenfalls, das ist hier alles relativ simpel, das kann man verstehen. Und dann war es so, wenn ich das eintippe, dann funktioniert alles. Da habe ich mich auf die Suche gemacht und eine Assembler-Implementierung gefunden. Und mit der funktioniert es eben genau nicht. Was macht die? Letztlich kann man sich das später in den Folien genau angucken. Es wird top of stack geladen. Sind die ersten zwei Zeilen. Also mit gegen Null verglichen, so rum. Es werden die ersten zwei Worte gegen Null verglichen und die Flags werden im Statusregister aufgehoben. Und dann lädt man das Wort top of stack minus 1 und vergleicht die weiter. Und CPC heißt praktisch with carry, das heißt, die alten Zustände werden mitverwendet. Man guckt hier also vier Worte an und vergleicht die gegen Null und wertet dann die entstandenen Flags aus. Und es werden hier zwei verwendet bei branch less than, branch false if signed gleich negative or overflow. Und das ist auch die Stelle, an der es dann schief geht. Was kommt da raus? Die Forth-Version ist okay, die ASM-Version ist fehlerhaft. Der Fehler wird von Bit 15 getriggert, wenn man von einem 32-Bit-Wort als Datenwert ausgeht.
Die Datei ist unverändert in IAMFORTH seit der Version 5.2, also sprich, das hat wahrscheinlich gar nie funktioniert und die Abhilfe ist da auch, die Forth-Version zu laden. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist so, man probiert in der Assembler-Funktion zwei Dinge gleichzeitig zu erledigen. Und bei dem einen Test muss man nur das oberste Bit anschauen, nämlich die Frage zu beantworten, ist das ein Wert kleiner 0? Ja, nein. Und für den anderen Test ist es 0, muss man alle 4 Byte angucken. Und das sind Sachen, die kriegt man es gleichzeitig so nicht hin. Mir ist aber jetzt im Moment noch nicht klar, wie man das korrekt behebt. Da gibt es bestimmt eine Lösung dafür. Dritter Punkt. Ich habe letztes Jahr in Worms von meinem neuen Platinenprojekt erzählt. Davon habe ich dann anlässlich des Amateurfunkertreffens im Schwarzwald noch extra 32 Sätze Platinen bestellt und zersägt. Und ich habe dann auch noch Teile für 10 Bausätze bestellt und zerschnippelt und auf Papier geklebt und in Tüten abgefüllt. Und hinterher wollte keiner die Bausätze haben. Das hat mich dann leicht geärgert, aber so ist es halt. Aber das war vielleicht auch gut. Weil zweiter Plan war für das Praxisheft der ARTIS, das ist Arbeitsgemeinschaft Amateurfunk und Telekommunikation in der Schule. Das sind die Jungs, die haben was mit oder die sind auch immer in Goslar, wo wir ja auch schon waren. Und die veröffentlichen ein Praxisheft mit Bauanleitungen einmal im Jahr. Das ist ein sehr gehaltvolles Heft und da war ein Artikel von mir vorgesehen. Und da gibt es natürlich dann irgendwann einen Redaktionsschluss. Und also habe ich mal 2 Platinen bestückt, wollte den Controller programmieren, tut nicht. Und in der ersten Runde von den Platinen, die ich in Worms gezeigt hatte, da hat es alles sofort getan. Und es ist natürlich immer ein Problem, wenn irgendwas tut und keiner weiß warum. Also es tut nicht. Es tat dann auch nicht mit anderem Gekabel, es tat dann auch nicht mit Zureden. Ich habe dann den Logic Analyzer wieder aus der Schublade geholt. Ich habe gesehen, dass da Quarz schwingt. Ich habe auch gesehen, dass ich die Fuse-Bits stellen und setzen kann, aber ich konnte den nicht programmieren. Jedenfalls hat er keinen Muxer getan. Und im Anfang Dezember habe ich den Artikel dann abgesagt, weil immer noch nicht klar war, wo das klemmt. Aber wie das halt so ist im Leben, ein paar Wochen später, wenn man das Hirn neu kalibriert hat, das nennen die Psychologen Priming, da kann man mal drüber lesen. Das funktioniert leider ein bisschen vollautomatisch und es sorgt dafür, wenn man sich in irgendeinem Wald verlaufen hat, dass man immer rausfindet, es sei denn, man kriegt wenigstens zeitlichen Abstand. Was war passiert? Es gab natürlich einen Unterschied zwischen den Platinen von der ersten und von der zweiten Bestellung. Und zwar hatte ich eine winzig kleine Verbindung wegrationalisiert mit der Begründung, dass die zwei Versorgungen nicht gegeneinander schaffen sollen. Die eine Versorgung war die normale Stromversorgung von der Platine und die andere Versorgung war der Pluspin, der auf dem Programmieradapter mitkommt. Das klingt jetzt, finde ich, total plausibel, ist aber falsch, weil die Programmieradapter haben eine galvanische Trennung und die Treiberstufe, die muss vom Board her versorgt werden. So, jetzt kommt da also so ein Kamel daher und frisst diese Verbindung weg und dann tut es nicht. Na, das Kamel hat auch nur 6 Wochen gebraucht, bis das dann klar war, wo es da klemmt. Das sieht jetzt so aus. Seht ihr die Maus? Hier an ISP, der Pin 2, der wäre verbunden mit der Stromversorgung und der Ausschnitt aus dem Layout ist jetzt der reparierte und der Ausschnitt mit der Platine ist halt Platine repariert.
Und kaum macht man das dran, schon geht alles, wie es sein soll. Episode 4. Wir waren ja zu mehreren auf dem 36C3 in Leipzig. Da kommt der Guido daher. Die Halle war ziemlich finster. Also so für alte Knacker wie meiner einer war das schon sehr grenzwertig, weil ich sehe ja schon am Tag nicht mehr so gut. Und da in der finsteren Halle, schwierig. Der Guido sagt, naja, eins fehlt hier schon. Das ist irgendein Ballon mit einem Geblinke, sodass egal zu welcher Tür man reinkommt, man sofort weiß, wo der Vortisch ist. Und das soll ja schließlich auch Kundschaft anlocken. Und wenn wir das Ding schon haben, dann könnte man ja auch irgendwie einen lehrreichen Einblick in die technische Kommunikation da dran schrauben. Also zum Beispiel, wir funken mit dem und da ändern das Blinken oder wir leuchten mit dem Laser da hoch und oben hängt irgendwas mit Waschpulver zum Beispiel und leuchtet dann irgendwie total tolle Sachen. So ein Plan ist immer sehr schwierig, weil Nerdhirnwindungen dann sofort den Turbo anschmeißen und mit Dutzenden von völlig unbrauchbaren, aber hübschen Ideen daherkommen. Und die Erdung ist dann, es soll transportabel sein, idiotensicher, mega fair tauglich und tatterichproof. Ein Ballon, also gut. Ja, den müsste man ja mit Helium füllen. Helium ist nicht jetzt so das ganz billige Zeug auf dem Planet. Und Helium ist auch nicht so leicht, wie man sich das immer vorstellt. 1 Liter gibt ungefähr 1 Gramm Auftrieb. Nachbars, paar Tische weiter, hatten so ein Ding. Das war, naja, halb so groß wie ein Ölfass und das ist gerade mal so geschwebt. Also Volumen aus der Erinnerung würde ich so zwischen 50 und 100 Liter schätzen. Das Geblinke darf also quasi nichts wiegen. Und wenn man mit dem Ding jetzt redet, also das hängt da über den Tisch an der Schnur und dann will man da mit dem Laser hinleuchten, da braucht man eine automatische Nachführung, weil das Ding natürlich nicht auf der Stelle stehen bleibt. Dann war die nächste Idee, ah, da könnte man auch eine Neopixel-Schlange dranhängen, oder? Das ist vermutlich einfach zu schwer. Also vielleicht doch kein Ballon, sondern einfach nur so ein Stängel, auf den man irgendwas draufschnallt. Und dann geht es dann gerade weiter. Es darf nicht auch umfallen. Ein schwerer Fuß heißt, ist nicht transportabel. Die Brandschutzprüfung muss es auch bestehen. Na, vielleicht tun es auch 3 oder 2,5 Meter. Wenn man Kabel hat, hat man immerhin Stromversorgung vom Boden. Das wäre ja auch schon mal gar nicht schlecht. Und wenn es nicht so in der Gegend rumfährt, geht es auch ohne Nachführung. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wir hätten so ein Ding und das Ding oben auf dem Stängel, das nenne ich jetzt mal den Satelliten. Und vom Tisch zum Satellit ist eine Neopixel-Schlange und auf der fahren die Bits sichtbar und gemütlich zum Satelliten. Der denkt sich eine Antwort aus, die kommt dann wieder zurück und der Bediener muss warten. Und für Nerds wissen wir ja, das ist eine der härteren Prüfungen. Aber na, vielleicht kann man da sowas machen. Man könnte also irgendwie ein serielles Protokoll vorführen, eins mit langen und kurzen Pulsen oder eins mit Morsen. Jetzt ist aber blöd, wenn man an ein Übertragungsprotokoll irgendwie rumschraubt, dann muss man auch die Gegenstelle irgendwie programmieren können. Wenn man aber sowas hat, dann kann man jetzt auch so Sachen wie Dopplerverschiebung visualisieren. Und es ist genau wieder so eine absurde Idee, die einen Haufen Aufwand und Ärger bereitet und erst toll ist, wenn sie wirklich funktioniert. Ich habe hier mal eine alte Liste von mir rausgekramt. Kommunikationskanäle. Ich habe mir nämlich schon immer mal vorgestellt, dass man 2 Mikrocontroller miteinander verbindet und den Kommunikationskanal umstecken kann. Also elektrisch, das kennen wir alles irgendwie mit Strom und Kabel. Elektromagnetisch, das kennen wir auch. Das ist alles irgendwie mit Radio. Da gehört auch Licht und Mikrowellen und Röntgenstrahlung hin. Mechanisch gäbe es auch Schallwellen.
kann auch Ultraschall sein, Zugdrähte, das funktioniert seit gefühlt 200 Jahren bei der Bahn so, und Briefe sind letztlich auch eine mechanische Übertragung. Bei allen diesen Übertragungskanälen gibt es halt die Themen Modulation, wie überträgt man überhaupt irgendwas, wie überträgt man ein Symbol, wie viele Symbole pro Zeit, wie gut ist das Verfahren gegen Störungen, kann man Fehlerkorrektur einbauen. Wie sieht es mit schwachen Signalen aus? Der Acker ist sehr groß, da kann man Tage oder Jahre damit verbringen. Naja, aber vielleicht kann man da so ein Abenteuerspiel draus machen. Also, es gibt keine Aufgaben. Aufgaben, ach, ist schon das Wort, klingt schrecklich. Es gibt vielleicht ein Rätsel zu lösen. Und es gibt vielleicht auch was zu gewinnen. Und wenn es nur ist, dass der Satellit irgendwie anders blinkt oder überhaupt blinkt. Und es wäre in meiner Vorstellung irgendwas Mehrstufiges. Also es gibt irgendein Rätsel zu lösen. Da gibt's dann, kommt eine Zahl raus. Die wird dann im nächsten Schritt weiterverwendet und so. So ähnlich wie ein Geocache, der über mehrere Stufen erreicht wird. Das darf ruhig mal 2 Stunden dauern mit Highscore und Badge und Selfie und alles, was das junge Volk heute so toll findet. Mir fehlt da etwas die Fantasie dafür, aber vielleicht wäre das ja ein gangbarer Weg. Ich habe mir dann auch probiert vorzustellen, was man braucht, wenn man so eine Sache wirklich umsetzen will. Also meine Vorstellung ist im Moment die, dass man ungefähr 4 Dinge braucht. Es gibt die Bodenstation und die Station am Satellit. Die Bodenstation hängt über serielle Schnittstelle an einem Terminalfenster. Und vielleicht hat sie auch eine eigene Anzeige. Dann hängt da dran so eine Transferstation. Die ist insofern dumm, dass sie die Nachricht nur durchschiebt. Aber hier kann man jetzt von der Seite quasi so Dinge wie Laufzeit, Dopplerverschiebung einstellen. Man könnte sich auch eine Datenverlustrate oder Link an und aus einstellen, vorstellen, dass man irgendwie von der Seite böse bedient. Die andere Transferstation macht das Gleiche, die schiebt dann die Nachricht nur zum Satellit durch. Die wird man aber für diese Effekte Dopplerverschiebung etc. in Ruhe lassen. Und der Satellit ist dann einfach der Gegenpart mit dem Mikrocontroller, den man erreichen will. Das klingt aufwendig und es ist es auch. Und ich bin den Weg mal ein Stück weit jetzt gegangen. Wenn man eine Weile drüber hirnt, stellt man fest, der Kanal muss zwingend Full Duplex sein. Also in dem Sinn, dass die Antwort halt irgendwann reinplätschert und nicht, wenn ich gerade Zeit habe, um die Antwort zu empfangen. Der ATmega 644, mit dem ich heutzutage meine Bastelsachen macht, da hat eine zweite serielle Schnittstelle und dann erhebt sich die Frage, kann man den benutzen? Weil auf dem Link kommt die Antwort und dann muss man die irgendwie bearbeiten. Und AMFORT nehme ich sowieso, oder? Ich habe dann ein paar Sachen implementiert. Es gibt eine Interrupt-Service-Routine, die auf der zweiten seriellen Schnittstelle eingehängt ist. Die hat einen kleinen Ringbuffer, die die empfangenen Bytes aufnimmt. Es gibt Varianten von Key und Emit, die auf der zweiten Schnittstelle operieren. Das habe ich alles. Was jetzt das nächste wäre, ist ein zweiter Terminal-Input-Buffer, den es da braucht, und einen zweiten Task. Und in dem würde vielleicht ein Quid laufen sogar. Dann hätte ich ein Zwei-Benutzer-Forth auf dem Controller. Das fände ich ziemlich cool. Der Quid wird im ersten Anlauf vermutlich nicht funktionieren, weil da noch irgendwelche Dinge wie zum Beispiel die Hold Area nur einmal gibt. Aber das sind alles Dinge, die kann man auch beheben, wenn sie einem denn auf die Füße fallen. Letzte Episode, eigener Bastelkram.
Ich habe ein neues Spielzeug. Das ist das Obsidian Board. Das ist ein kleines Board mit einem ESP32 Controller drauf. Ich habe da jetzt mit Arduino mal rumhantiert für den Anfang. Ich kann damit blinkern und von so einem EnvironFET den Luftdrucksensor und den Temperatursensor lesen und anzeigen. Das Pinout von diesem Obsidian Board ist identisch oder kompatibel zu einem Raspberry Pi. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht. Es gibt angeblich einen Port von Swap4 von James Bowman, der auf dem ESP32 läuft. Und es gibt einen von Mitch Bradley. Ich habe das aber beides noch nicht ausprobiert und ich kann nur sagen, auf zu neuen zeitfressenden Projekten, so gerade wie wenn man jetzt schon genügend davon hätte. Nächstes Bastelprojekt, wo ich auch schon ziemlich lang dran rummache, es ist ein Transit, also ein einfacher Transit. Es wären zwei Schlitzblenden, durch die mittags kurz die Sonne auf einer Fotodiode scheint und kurz heißt so 3, 4 Minuten. Wenn sich die Sonne oder wenn der Himmel sich 1 Grad fortbewegt, dann sind es 240 Sekunden. Dann misst man den Strom der Fotodiode als Spannung über den Widerstand und aus der steigenden und fallenden Flanke und der Uhrzeit. Kann man dann bestimmen, wann Mittag war. Vorausgesetzt, die zwei Schlitzblenden zeigen einigermaßen genau nach Süden. Ob man die Uhrzeit aus GPS oder DCF77 holt, ist egal. Spannend ist Folgendes: Die Abweichung beträgt im Jahresverlauf ungefähr 15 Minuten plus minus im Vergleich zu der Uhrzeit, die uns auf der Uhr angezeigt wird. Das ist eine mittlere Zeit. Und ich habe manuelle Messungen für 2 Jahre. Das sieht so aus. Auf der linken Seite ist ein Aufriss von der Hauswand und einem Dachüberstand. Und da oben ist also ein Stück Metall, dessen Spitze als Schattenwerfer fungiert. Und im Winter ist es so, dass der Schatten mittags hier in der Höhe vorbeiläuft und im Sommer hier unten. Der Abstand zwischen Winter und Sommer auf dieser Wand in der Geometrie ist ein bisschen mehr wie 2 Meter. Da ist der Plan, dass da auch noch eine Metalltafel hinkommt, auf der eine Art Kalender eingraviert wird. Und die manuellen Messungen sieht man auf dem rechten Teil. Sieht so aus, die rote Kurve ist, das sind die abgelesenen Werte. Und der unterste Teilstrich, man kann das ein bisschen schlecht lesen, also da, wo ich jetzt die Maus mal eine Weile lasse, das ist 12 Uhr auf der mittleren Uhrzeit und man sieht schon, die rote Kurve geht tatsächlich ungefähr eine halbe Stunde von Minimum zu Maximum. Die schwarze durchgezogene Linie, das ist das, was R mir für meine Position als Erwartungswert liefert. Und zwischen der roten und der blauen Kurve ist einfach 15 Minuten addiert und dann passt die Kurve einigermaßen. Die passt nicht auf einen kleinen Huckel. Das ist ein geometrisches Problem, das habe ich inzwischen verstanden. Das war aber eine der Erkenntnisse aus dieser Aktion. Nächstes Experiment, weil auf zu zeitfressenden Experimenten, habe ich gesagt. Ein Aurora-Monitor misst die Änderung des Erdmagnetfelds, vorzugsweise in 3 Achsen. Die Änderung soll ein paar 10 Nanotesla über mehrere Stunden, das soll man auflösen können. Die Sensoren sind für so einen Zweck Fluxgate-Magnetometer, auch bekannt unter dem Namen Förster-Sonden. Und es ist der Förster, der Firmengründer von dem Laden, wo ich heutzutage arbeite. Das war mir aber
nicht klar, als ich dort angefangen habe, sondern erst später. So, diese Sensoren brauchen eine thermisch sehr träge Umgebung, weil die Temperaturabweichung größer ist als die Variation, die man da misst. Also der Tagesgang sollte deutlich unter 1 Grad liegen. Aber vielleicht weckt mich das Ding dann doch mal, wenn man auf 48 Grad Nordpolarlicht sieht. Das gibt es hier, aber ich habe es das letzte Mal verpasst. So eine Monitorkurve, es kann so aussehen, also da passiert relativ lange nichts und die Buckel, das ist so ein halber Tag, also von 12 Uhr bis, sagen wir mal, 3 Uhr am nächsten Morgen. Und aus diesen Schwankungen kann man ableiten, dass man möglicherweise Aurora sehen kann. Die Sensoren habe ich. Ich habe auch einen Bausatz dazu. Den müsste ich jetzt mal noch ordentlich in Betrieb nehmen, aber das meiste ist tatsächlich schon gemacht. Nächstes Projekt. Ich wohne schließlich in einem Erdbebengebiet, das ist der Hohenzollerngraben. Und es gibt hier mehrere kleine Beben pro Jahr. Die kann man auch spüren. Aber ein eigenes Seismometer im Haus, das wäre schon eine sexy Sache. Seismometer gibt es in verschiedenen Bauarten. Für den Fall geeignet wäre ein Lehmann-Seismometer. Das braucht auch eine thermisch träge Umgebung. Ich habe gleich noch ein Bild, wie sowas aussehen kann. Das hat so eine Größe von einem halben auf einen Meter ungefähr. Und normalerweise ist so ein Ding empfindlich genug für die Registrierung von Fernbeben. Also das kriegt man hin. Ich habe hier aus dem Internet geklaut ein Bild von einem Seismometer vom Typ Lehmann oder das heißt auch Gartentür-Seismometer, weil die zwei Drehpunkte hier oben, die sind gerade genau nicht senkrecht übereinander, sondern so, dass das Gartentürchen in der Richtung stehen bleibt und dass die Schwingungsfrequenz, mit der das Pendel sich bewegt, in der Größeordnung von 10 bis 20 Sekunden sich bewegt. Die Bewegung nimmt man auf über eine Spule. Ein Magnet hängt an dieser bewegenden Struktur dran. Und dann braucht man noch eine Dämpfung. Das macht man dann auch über Magnet und zum Beispiel ein Stück Kupfer oder Eisenplatte. Dann habe ich noch was. Das sind die Schumann-Resonanzen. Die finde ich auch spannend. Die Erdoberfläche, also vor allem die Meeresoberfläche und die Ionosphäre bilden einen kugelschalenförmigen Hohlraum. Der hat eigene Resonanz, elektromagnetische Resonanzen, also die Ionosphäre und die Meeresoberfläche leiten und bilden da einen leitenden Hohlraum. Und die unterste von diesen Resonanzen hat knapp 8 Hertz. Das kann man zwar nicht hören, aber messtechnisch wäre das vielleicht gar nicht so schwierig, das zu machen. Diese Resonanzen werden durch die weltweite Blitzaktivität angeregt. Der Aufwand hält sich in Grenzen. Man braucht eine lustige Antenne, weil die Wellenlänge von dem Ding beträgt halt mal locker 40.000 Kilometer und eine Halbwellenantenne, die ist ein bisschen sperrig. Wenn ich das Ding mal am Laufen habe, dann kommt vermutlich raus, dass Nachbars Weidezaun so starke Störungen praktiziert, dass ich nichts sehe, aber dann habe ich es wenigstens probiert. Es ist nicht so, dass dann meine Liste schon zu Ende wäre. Es gibt noch mehr Sachen, die ich spannend finde. Es gab eine Webseite namens NetSinus, die scheint inzwischen leider tot zu sein, wo man die 50 Hertz Netzfrequenz misst und aus der Abweichung was über die Belastung vom Stromnetz lernen kann. Blitzaktivität, da gibt es eine sehr schöne Webseite, blitzortung.org. Das kann ich nur empfehlen.
Man kann die lokale Wolkenladung messen, beziehungsweise das ist dann der Spannungsabfall vom Erdboden weg Richtung Himmel. Man kann die Radioaktivität messen, Feinstaub, Aerosole, Sonnenscheindauer, Wolkenbedeckung, vielleicht auch heutzutage den Grundwasserspiegel. Und wenn ich noch eine Weile nachdenke, fällt mir bestimmt noch mehr ein. Das war's auch schon. Gibt's Fragen? Ich hätte einen Vorschlag, wie du die Sache mit dem D0 größer machst. Ja. Du musst zuerst auf das kleine 0 testen. Wenn es kleiner 0 ist, ist es auf alle Fälle false. Den hast du schon im Post drin. Okay, Du musst die Reihenfolge umdrehen. genau. Okay, guter Punkt, danke. Und wenn es nicht kleiner 0 ist, dann den Code, den du jetzt hast, mit dem gleich 0. Ja. Ich habe dann einen anderen Vorschlag dazu. Und zwar, ich habe das im Chat geschrieben, nämlich DIN geht und D0 kleiner. Okay, ja. Also das lässt sich sicher reparieren. Danke für die Anregungen. Ich sehe mal zu, dass ich das in Ruhe aufschreibe und dann sieht man da weiter. Ich habe noch eine Frage oder einen Kommentar eigentlich. Ich habe dann mit Guido noch relativ lang geredet. Oh, willst du was sagen, Martin? Sorry. Nein? Okay. Und zwar haben wir überlegt, ob wir das nicht extra machen sollen. Also zum Beispiel, ich kann dir gerne anbieten, dass wir die Neopixel-Sache machen, dass du dann dich nicht darum kümmern musst, wie genau das blinkt, sondern dass du einfach da unten Bits reinschickst und oben kommen die wieder raus und umgekehrt. Und dann kann man das zum Beispiel entkoppeln, dann kannst du dich auf diese zwei User-Sache konzentrieren. Und ich kann dann eben überlegen, ob man dann das mit Farben zum Beispiel macht, weil ich dachte mir, wenn du Full Duplex haben willst, haben wir gesagt, dann kannst du für einer von unten mit Rot nach oben senden und der andere sendet mit Blau runter. Und dann muss es natürlich auch pink werden, wenn sich das dann überlappt auf dieser Pixelleitung und solche Sachen. Ja? Und die Modulation könntest du auch wieder mit Farben machen. Ja, also zweifellos gibt es da Dutzende von Möglichkeiten, wie man das machen kann. Der Guido ist jetzt leider nicht da und er hat auch auf meine relativ ausführliche Mail keine Kommentare geschickt. Ich vermute, dass ich das Projekt so nicht anfange, weil ihr habt ja gesehen, meine Projektliste ist beträchtlich. Aber es ist eine gewisse Vorarbeit, die ich jetzt erstmal gemacht habe. Das heißt, du bist nicht böse, wenn jemand aus deiner Projektliste etwas klaut und das implementiert. Nein. Gibt es diese lange E-Mail, die du den Guido geschickt hast, irgendwo auf GitHub oder so, dass man da nicht bei Null anfangen muss, klar? Ich meine, wir haben jetzt deine Vorträge und auch die anderen Sachen, aber diese Liste wäre nicht schlecht, aber diese E-Mail zu haben, wenn du das irgendwie aufbereiten könntest, vielleicht mit Kommentaren, wo du Probleme siehst und so. Ja, also da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, aber wenn jetzt jemand sagt, ich will da ein Stück dran machen, dann kann er selbstverständlich all meine Überlegungen und Codefragmente kriegen. Mich interessiert vor allen Dingen die Aerosolmessung. Die Aerosolmessung, da habe ich mal einen Artikel gelesen, zu einem, also da geht es um Aerosole in der Höhe. Und der misst die Himmelshelligkeit bei Sonnenuntergang. Also er guckt quasi senkrecht nach oben und misst die Helligkeit und rechnet über die Zeit aus, in welcher Höhe der Schatten von der Erde angekommen ist über die Sonnenuntergangsprozedur. Und dann sieht man ja immer nur praktisch den beleuchteten Teil von der Atmosphäre.
Und es folgt einem gewissen Gesetz, wie die Helligkeit darunter geht und die Abweichungen von dieser Kurve, das ist deine Information. Ah ja. Der Martin hatte jetzt noch eine Frage. Martin, bitte. Ja, keine Frage, sondern eher eine, ja, lässt sich in eine Frage umwandeln. Ich habe mal für einen verstorbenen Kollegen ein Projekt weitergemacht mit Schülern, die haben einen Heißluftballon gebastelt. Der war gar nicht so groß, also Meter vielleicht. Und als wir den dann aufgeheizt hatten, wir haben erst mit dem Heißluftföhn und dann mit einer Spiritusflamme, der hatte auch richtig Zug, das hat wehgetan. Also als die Schnur durch die Finger gerutscht ist. Ne? Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, ich weiß nicht, aber meine Vermutung ist, dass der Auftrieb höher ist als Helium. Wenn man es also schaffen würde, ne? Der Auftrieb ist gar nicht schlecht, aber das hält nicht an, weil der ja sofort abkühlt. Ja, ich meinte, wenn man jetzt eine Heizquelle oben im Ballon hätte. Ja, und wer heizt die? Also ich meine, das ist eine echte Gewichtsfrage. Genau, einen Superprozessor einsetzen. Also wir haben das super gelöst und TTC nachher in der Nachbesprechung. Und zwar, wir schmeißen einfach so wie alle anderen Stände auch eine Schnur oben ins Gerüst und ziehen dann mit der unseren Satelliten nach oben. Und das war dann einfach so einfach, dass wir so begeistert waren davon, vielleicht funktioniert das wirklich. Es gibt noch jemanden, glaube ich, der mit einer Drohne diese Schnüre durchfädelt. Den kann man fragen, ob er uns auch eine Schnur durchfädelt. Die darf natürlich nur beim Aufbautag fliegen und so weiter, aber es gibt viele Leute, die das verwendet haben, das Gerüst oben. Turmbau zu Babel gab es ja auch schon mal, ne?